Verliert Werder Bremen seine beiden Topstürmer Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch? Wie die Bild das jetzt berichtet, scheint es, dass beide Spieler Kontakt zu einem anderen Verein aufgenommen haben und deshalb ein möglicher Abgang nach dieser Saison droht. Welche Vereine das sind und wo es für sie hingehen könnte, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst natürlich gerne ein Like auf das Video da und auch ein Abo für den Kanal, um nichts zu verpassen. Damit aber zurück zum Thema. Ja, Marvin Ducksch, der hat in der laufenden Saison 11 Treffer und 6 Assists. Und man muss sagen, das ist einer der besten Werte in der Bundesliga und damit hat er sich wirklich richtig gut etabliert. Letztes Jahr ist er noch in der zweiten Liga auf Torejagd gegangen und mittlerweile ist er aus der Bundesliga gar nicht mehr wegzudenken. Und sein großes Ziel, das hat er sich selber gesetzt, ist noch einmal in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Bei diesen Scorern, da muss er sich auf jeden Fall nicht mit den Konkurrenten verstecken und auch genau um diesen Wunsch zu erfüllen, könnte er jetzt eben zu einem anderen Verein wechseln. Und wo würde das besser passen, als zu einem Verein, der nächstes Jahr in der Champions League zu Hause ist? Die Rede ist nämlich von Union Berlin. Denn wie die Bild jetzt berichtet, haben sie ihre Fühler nach Ducksch ausgestreckt und das, weil er eben auch ziemlich günstig zu haben wäre, denn Marvin Ducksch, der hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und demnach wäre er für gerade mal 7,5 Millionen Euro zu haben und es ist aktuell sehr wahrscheinlich, dass, wenn es nicht Union Berlin tut, irgendein anderer Club diese Option ziehen wird und Marvin Ducksch Werder Bremen verlassen wird. Dann haben wir noch Niklas Füllkrug, der ist aktuell der beste Torschütze der Bundesliga und der wird auf jeden Fall mehr Geld einbringen, wenn er den Verein verlassen würde. 20 bis 25 Millionen ist da die Summe, die circa aufgerufen wird. Eine Summe, die wahrscheinlich jetzt von Borussia Mönchengladbach gezahlt werden könnte, denn laut Sky haben die Fohlen sich für eine Füllkrug-Verpflichtung beworben und auch schon Kontakt mit der Füllkrug-Seite aufgenommen, denn man sieht in Niklas Füllkrug eben eine interessante und vorstellbare Option für die Gladbacher. Aber Gladbach ist ja tatsächlich nicht alleine, unter anderem auch der SC Freiburg ist an ihm interessiert. Eintracht Frankfurt wird auch immer wieder genannt als möglicher Nachfolger von Randall Kolo Muani. Und international war Niklas Füllkrug auch bei West Ham United im Gespräch. Alles, aber eben nicht Werder Bremen, denn wie es aktuell aussieht, wird Werder Bremen nach dieser Saison einige ihrer Stammspieler verlieren müssen und anscheinend auch schon ihren kompletten Topsturm. Und dieser Sturm ist auch maßgeblich daran beteiligt, dass man die Klasse direkt im ersten Anlauf ohne Probleme halten konnte. Was meint ihr? Werden beide den Verein verlassen oder nur einer der beiden? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.